Auf das heutige Video freue ich mich schon sehr lange und ich sage gleich dazu, dass diese Informationen, die du heute von mir bekommst, einen zeitlosen Charakter haben werden. Es geht heute um nichts weniger, als über die sicherste Geldanlage der Welt zu sprechen. Aber, und das möchte ich heute unbedingt herausarbeiten, es geht auch darum, dass diese Geldanlage im Hinblick auf die Rendite über einen Zeitraum von über 50 oder um die 50 Jahren im Vergleich zu anderen Anlageklassen nur ganz, ganz schwer zu schlagen ist. Die Rede ist, du wirst es ahnen, von Gold. Natürlich, keine Anlageklasse kann, wenn man alle Rahmenbedingungen berücksichtigt, und dazu komme ich gleich, langfristig gesehen eine solche Performance aufweisen wie das begehrteste Edelmetall der Welt. Oder sagen wir einmal so, mit der einen oder anderen Unternehmensbeteiligung war natürlich auch überdurchschnittliche Wertentwicklungen möglich. Die Gewinne haben aber bestenfalls die aufgeklärte Hochfinanz gemacht und mit Standardprodukten der Finanzindustrie war es definitiv dem Großteil der Bevölkerung nicht möglich gewesen. Es geht nämlich auch hier um die laufenden Kosten, aber das soll heute nicht mein Thema sein. Mir geht es hierbei nicht um theoretische Chancen, sondern um praktische Chancen für jedermann. Und ich betone, für jedermann. Dafür seid ihr ja auch auf meinem Kanal. Gutes Stichwort übrigens, falls du noch kein Abonnent sein solltest, dann hole das bitte jetzt nach und drücke unbedingt auch die Glocke, damit du in Zukunft kein weiteres wichtiges Video mehr verpasst. Wenn dir diese Information gefallen hat, teile dieses Video bitte so oft es geht an Menschen, für die das genauso interessant ist oder wo du denkst, dass sie davon wissen sollten. Dafür bedanke ich mich jetzt schon herzlich bei dir. Ja, wie gesagt, vor 50 Jahren war Gold kein Geheimtipp wie etwa Unternehmensbeteiligungen, sondern bereits auch schon eine bekannte und auch solide Geldanlage. Ich habe ja seit 2018 schon ein Video darüber gemacht. Es ist sogar mit Abstand das erfolgreichste Video auf meinem noch jungen Kanal. Ich habe darin jedoch einen Gedankenfehler gemacht, die dem einen oder anderen aufgefallen ist. Ich hatte in den 70er Jahren nicht hundertprozentig schlüssig von Dollar auf Euro umgerechnet und es ist schwer, das nach 50 Jahren exakt auf ein Hundertstel Prozent zu berechnen. Daher gehe ich in diesem Video exakt nur auf eine Währung ein, und zwar den US-Dollar. Und diesmal gibt es definitiv keine Zweifel und das Ergebnis ist sogar fast das gleiche wie in dem Video Ende 2018. In der Sache ist das Video auch heute noch aktuell und du solltest dir dieses auch zusätzlich noch anschauen. Daher verlinke ich es dir auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ja, wenn wir uns mal gemeinsam die Wertentwicklung der Feinunze Gold über einen Zeitraum von 50 Jahren ansehen, dann stelle ich fest, 1970 lag der Preis für eine Unze Gold bei $37,60 und heute, 50 Jahre später, steht die Feinunze Gold bei $1,660. Wir reden hier also von einer durchschnittlichen Rendite pro Jahr von sage und schreibe 7,8%. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Kosten von dieser Rendite in Abzug gebracht werden müssen. Welche Steuern fallen beispielsweise an? Die Mehrwertsteuer fällt schon mal weg, aber auch die Abgeltungssteuer fällt weg, da man das Gold ja in aller Regel länger als ein Jahr hält. Die Rendite ist über diesen Zeitraum als Nettorendite zu sehen. Und schauen wir jetzt einmal beispielsweise auf die Unternehmensbeteiligungen. Welche Kosten müssen denn hierbei in Abzug gebracht werden? Das sind natürlich die Verwaltungskosten, das ist logisch. Jede Geldanlage muss auch verwaltet werden und dazu braucht es natürlich Personal und das kostet ja logischerweise Geld. Dagegen ist auch nichts zu sagen, aber man sollte auf jeden Fall auf die laufenden Kosten achten. Aber wenn ich alleine dafür 2%, also alle Kosten, nicht nur die TER niedrig gerechnet, abziehe, dann brauche ich im Vergleich zur Goldrendite ja schon diese 2% mehr obendrauf. Jetzt kommt aber noch der Staat und möchte auch noch seinen Teil vom Kuchen abhaben. Ob jetzt mit persönlichem Steuersatz oder aber der Abgeltungssteuer, je nach Geldanlage, ganz egal. Ich rechne auch hier nochmal pauschal 2% obendrauf und das ist niedrig gerechnet. Und auf einmal liegen wir nicht mehr bei 7,85% wie beim Gold, sondern wir sprechen jetzt von 11,85%, die man mit anderen Geldanlagen erstmal erwirtschaften muss. Noch einmal zum Mitschreiben, 11,85%, die du brauchst, um nach Steuern 2% schlecht gerechnet und nach Geldanlagekosten 2% auf die 7,85% netto zu kommen. Hör dir das gleich alles noch einmal an und schreibe es dir auf einen Zettel
um es wirklich hundertprozentig nachvollziehen zu können. Das ist meiner Meinung nach der Oberhammer. Und für alle, die mir jetzt kommen mit, ja, 50 Jahren, erstens, wir reden von langfristiger Geldanlage und zweitens, ich kann da auch Beispiele nennen von 20 Jahren zurück und mit ähnlichen, teilweise sogar besseren Zahlen. Und das sind die Fakten, auch wenn das nicht jeder Berater, der Geldwertprodukte heute noch oder aktiv gemanagte Investmentfonds verkauft, gerne hört. Jetzt kam letztes Jahr noch als Gegenargument, dass ja die Geldentwertung in diesem Zeitraum auch erheblich zugeschlagen hat. Klar, das stimmt natürlich, aber die Geldentwertung trifft ja umgekehrt auch auf alle anderen Anlageklassen zu. Und eines ist doch sicher, Gold erhält immer die Kaufkraft, unabhängig was Politiker machen oder sonst so auf der Welt passiert. Nachweisbar. Bitte merken und verinnerlichen. Aber auch zu diesem Thema habe ich ein sehr interessantes Beispiel. Im Jahr 1970 lag das Durchschnittseinkommen in den USA bei etwa $8,150 pro Jahr und der Preis für eine Feinunze Gold lag bei $37,60. Das Durchschnittseinkommen lag 1970 also umgerechnet bei 216 Feinunzen Gold. Letztes Jahr lag das Durchschnittseinkommen in den USA natürlich deutlich höher, nämlich bei etwa $53,000. Nehme ich jetzt einmal der Fairness halber sogar den Tiefstand einer Feinunze Gold im Jahr 2019, dann lag das Durchschnittseinkommen umgerechnet bei nur noch 41 Feinunzen Gold. Ist das nicht der zweite Hammer? Also das nur zu dem Thema, dass 1970 die Kaufkraft des Dollars höher war. Das stimmt natürlich, aber die Wertentwicklung der Feinunze Gold ist nach diesem Vergleich im Laufe der Jahre dennoch sogar stärker gestiegen. Mir ist es wichtig, dass du die Anlageklasse Gold als langfristige Assetklasse in deine Anlagestrategien integrierst. Du hast das wichtige Wörtchen langfristig, aber hoffentlich nicht überhört. Das ist nämlich ganz entscheidend. Die genannte Wertentwicklung vom Gold ist nämlich nur der Durchschnitt. Und es gab in diesem langen Zeitraum natürlich auch Schwächephasen, also Durststrecken und sogar Rücksetzer. Die Mischung macht es. Und der Einsatz, und jetzt kommt der Drei-Speichen-Regel. Es gibt Phasen, da solltest du Edelmetalle, allen voran Gold, übergewichten. Und es gibt Marktphasen, da sind die Unternehmensbeteiligungen ganz klar im Vorteil und überzugewichten. Und die Kombination ist so spannend. Hierzu gehe ich in meinem Webinar kurz ein und natürlich sehr intensiv auch in meinem neuen Videokurs. Merke dir, ganz, ganz wichtig, Gold ist die Versicherung. Der Fieberthermometer und gehört immer mit ins Depot. Und hierzu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, Gold physisch zu kaufen und diese dann natürlich auch zu lagern. Ja, dennoch bin ich mir, wie gesagt, zu 100% sicher, dass man auch für die nächsten 50 Jahre völlig entspannt auf Gold setzen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig und entscheidend, immer mindestens hierbei die Kaufkraft erhält. Wer aber jetzt seine gesamte Strategie auf Gold ausrichtet, der liegt definitiv falsch. Gerade in den letzten Wochen und Tagen hat sich das Drei-Speichen-Rad wieder extrem in eine bestimmte Richtung gedreht und nach der es Anfang des Jahres noch überhaupt nicht ausgesehen hat. Ja, und dann sieht man halt wieder immer wieder, wir erkennen gerade im Augenblick typische Strategien der Hochfinanz in Verbindung mit einer konzentrierten Medienkampagne, bei der sehr viele Menschen unglaublich viel Geld verlieren werden. Die Gewinner dieser Tage sind diejenigen, die das Drei-Speichen-Rad kennen und in seiner gesamten Funktion verstehen und danach handeln. Gerade deshalb solltest du dich direkt im Anschluss an dieses Video zu meinem Webinar Klartext Geldanlage, mach es wie die Hochfinanz, anmelden. Ich werde dir transparent und nachvollziehbar aufzeigen, wie das Drei-Speichen-Rad in der Praxis für dich funktioniert. Die reichen Familien, die Kirche und der Adel steigern ihr Vermögen damit bereits seit Jahrhunderten und das nachweisbar. Und genau das passiert ja auch jetzt gerade wieder massiv. Dr. Markus Krall hat es mir im persönlichen Gespräch ja wieder mal bestätigt. Die wichtigste Assetklasse heißt nicht Gold, Silber oder Dollar. Das wichtigste Asset meiner Meinung nach und auch die von dem Herrn Krall ist, dass die Bildung, insbesondere das Wissen über Geldanlage, das Allerwichtigste ist. Es heißt ja nicht umsonst, Geld regiert die Welt und das Finanzsystem durchdringt alle unsere Lebensbereiche, direkt oder aber auch indirekt. Wer das Bewusstsein hat,
gehört zu den Gewinnern. Ich biete dir an, völlig kostenfrei und absolut unverbindlich auf mein Know-how zurückzugreifen. Was du am Ende daraus machst, liegt an dir. Den Link zur Anmeldung findest du natürlich auch hier unterhalb der Videobeschreibung. So, ich hoffe, ich konnte dich davon überzeugen, dass Gold nicht nur die sicherste Anlageklasse der letzten 50 Jahre war, sondern auch in Bezug auf die Rendite nur ganz, ganz schwer zu schlagen war. Ja, wenn du dir jetzt auch Gold kaufen möchtest, empfehle ich dir, den ersten Schritt von insgesamt 3 Schritten im Bereich von Gold zu investieren. Geh in unseren Online-Shop und dazu habe ich dir bis heute Abend sehr, sehr interessante Angebote zusammengestellt. Ja, auch Silber, der kleine Bruder vom Gold, ist im Moment auch nicht zu vernachlässigen und immer zur Streuung zu empfehlen. Gold-Silber-Ratio geht an die 100. Einfach mal reinschauen. Ich freue mich wie immer sehr auf eure Kommentare, gerade bei diesem Video. Das ist eine Herzensangelegenheit von mir, das rüberzubringen. Ich freue mich natürlich immer über einen Daumen nach oben. Wenn dir das Ganze gefallen hat, bitte abonniere diesen Kanal. Falls du es noch nicht getan hast, drücke die Glocke, damit du auch in Zukunft kein weiteres Video mehr verpasst. Teile bitte auch unbedingt dieses Video an Freunde und Bekannte, damit jeder dieses Wissen erhält und sich selbst seine eigene Meinung bilden kann. Ich wünsche dir alles Gute und ganz wichtig auch vor allem Gesundheit. Herzliche Grüße aus der Low-Cost-Zentrale in Eichenzell, euer Daniel Sauer.